Heute bin ich in Amsterdam. Das ist die Hauptstadt der Niederlande. Hier hat die Person gelebt, um die es heute geht. Und hier würde sie vielleicht immer noch leben, wenn sie nicht als junges Mädchen umgebracht worden wäre. Und diese Person heißt Anne Frank. Sie wurde bekannt durch dieses Buch, das sie geschrieben hat. Das berühmteste Tagebuch der Welt. Das Tagebuch der Anne Frank. Anne Frank wird 1929 in Frankfurt am Main geboren. Ein deutsches Mädchen wie jedes andere auch. Doch ihre Religion wird ihr zum Verhängnis. Sie ist Jüdin. 1933 kommt dieser Mann an die Macht, Adolf Hitler. Er hasst alle Menschen jüdischen Glaubens, lässt sie deshalb verfolgen und befiehlt schließlich sogar ihre Ermordung. Hitlers Anhänger, die Nationalsozialisten, zerstören Geschäfte, die Juden gehören, verprügeln jüdische Mitbürger auf offener Straße und sperren sie ein. Sogar ihre Gebetshäuser, die Synagogen, zünden sie an. Die Juden sollen den sogenannten Judenstern tragen. So wollen die Nazis ihre Feinde für alle erkennbar machen und ausgrenzen. Annes Familie flieht ins Nachbarland, die Niederlande. Hier haben die Nazis nichts zu sagen und die Franks finden eine neue, friedliche Heimat. Aber 1939 beginnt Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg. Deutsche Truppen fallen in andere Länder ein, töten Millionen Menschen und halten die eroberten Gebiete besetzt. Auch die Niederlande gehören dazu. Und genau wie in Deutschland wird auch hier jeder Jude, auf Holländisch Jod, von den Nazis verfolgt. Annes Familie ist in Lebensgefahr und beschließt, sich zu verstecken. Sie findet Unterschlupf in einem Haus mitten in Amsterdam. 2 Jahre lang. Während dieser Zeit schreibt Anne Tagebuch. Das Tagebuch der Anne Frank wird in mehr als 65 Sprachen übersetzt und über 30 Millionen Mal verkauft. Haus Nummer 263. Das Anne Frank Haus. Hier versteckte sich die Familie. Hey, hier unten steht's ja auch. Anne Frank Hus. Eingang über 267, noch ein paar Meter weiter. Heute ist es ein Museum, eine Gedenkstätte. Knapp 1 Million Menschen kommen jedes Jahr hierher. Wo kommt ihr her? Hamburg. Aus Hamburg? Ja. Klar. Moin, moin. Moin, moin. Indiana. Aus Amerika. France. Aus Frankreich. Ja. England. Glasgow, ja. Spain. Spain. Israel. Australia. New Zealand. Wales. Brasilien. Brasilien. Yes. Ah. Und weil gerade so viel los ist, schaue ich mich mal in Amsterdam um, wo ich noch auf Annes Spuren treffe. Hier draußen wird zwar gespielt, aber da drin, da wird gelernt. Das ist eine Schule, und zwar die Schule, in die auch die Anne gegangen ist. Ihr zu Ehren nennt man sie heute die Anne-Frank-Schule. Und schaut euch mal an, wie bunt die Fassade angemalt ist. Das sind Auszüge aus ihrem Tagebuch. Das hat man auch ihr zu Ehren gemacht. Wenn man genau hinschaut, dann fällt auf, das kann man alles nicht so richtig lesen. Weil das ist holländisch. Die Anne hat ihr Tagebuch auf Holländisch geschrieben. Und dort drüben am Merwedeplein war Annes Zuhause. Die Franks haben im 2. Stock gewohnt. Dort, wo die Gardinen so offen hängen. Also Papa Otto, Mama Edith und die große Schwester, die Margot. Von der Anne gibt es übrigens nur eine einzige Filmaufnahme und da sieht man sie, wie sie aus einem dieser Fenster rausschaut. Diese Aufnahme entsteht, als eine Nachbarin heiratet. Das Brautpaar und seine Gäste kommen nach draußen. Auf der Straße und aus den Häusern schauen Menschen zu. Und aus einem der Fenster lehnt sich Anne. Frisch, unbeschwert, neugierig. 12 Jahre ist sie alt und freut sich über das kleine Spektakel mit dem Hochzeitspaar. Als die Anne in dem Alter war, in dem wir sie gerade gesehen haben, da hatte sie eine Freundin. Und die lebt heute hier noch in Amsterdam und die treffe ich jetzt. Auf diesem Buch sind 2 Mädchen abgebildet. Die erkenne ich, das ist die Anne, Anne Frank. Wer ist das da unten? Das bin ich. Und hier steht auch ihr Name. Jacqueline van Maarsen. Ja. Und ich bin froh, dass Sie Deutsch sprechen, weil ich kann kein Holländisch. Kann ich mal vorlesen, was ja, da gerne. Steht? Auf einmal hörte ich, wie hinter mir jemand meinen Namen rief. Ein kleines, dürres Mädchen mit glänzenden, schwarzen Haaren und einem spitzen Gesicht
holte mich ein und fuhr außer Atem neben mir her. »Ich heiße Anne«, sagte sie. »Anne Frank.« Mir fiel auf, dass sie dunkle Sprenkel in ihren hellbraunen Augen hatte. Anne und Jacqueline werden schnell beste Freundinnen. Ja. Noch ein Tagebuch? Nein, das ist kein Tagebuch. Anne hat, das ist ein Poesiealbum. Aus ihrer Kindheit? Ja. Hier ist auch ein Foto. Anne Frank. Hat sie das eingeklebt? Das hat sie eingeklebt, ja. Erinnerung, zur Erinnerung. An deine Freundin, Anne Frank. Toll. Ich hatte auch meine Schwierigkeiten mit Anne, denn ich sollte immer zusammen mit ihr sein und sie war böse, als ich mit anderen Mädchen spielte. War sie eifersüchtig? Ja, sie war sehr eifersüchtig. Ja? Ja. Aber wir hatten doch eine sehr gute Freundschaft. Wir hatten dieselben Ideen und das war eine sehr gute Freundschaft. Als Anne 10 Jahre alt ist, beginnt für die beiden Mädchen eine furchtbare Zeit. Im Mai 1940 erobern die Nazis die Niederlande. Von nun an ist jeder in Gefahr, der gegen die Nazis ist oder von ihnen zum Feind erklärt wird. Ständig gibt es neue Gesetze gegen die jüdischen Bürger. Also die Juden hatten besondere Regeln zu beachten. Ja. Das haben die Nazis so befohlen. Ja, wir konnten nicht schwimmen gehen, wir konnten nicht keine Sport machen, wir konnten nicht ins Kino gehen, nicht in nicht-jüdische Laden gehen. Aber warum durften sie nicht schwimmen gehen? Warum durften sie nicht ins Kino gehen? Ja, das waren die Gesetze. Und man hat so viel wie möglich die Juden von den Nicht-Juden trennen wollen. Und das ist auch gelungen. Bald beginnen die Nazis, jüdische Männer, Frauen und Kinder zu verhaften und in Konzentrationslager zu bringen, wo die meisten von ihnen ermordet werden. Als auch Annes Schwester Margot sich bei den Nazis melden soll, beschließt der Vater, dass sich die Familie verstecken muss. Mitten in Amsterdam. Sie flüchten in dieses Haus in der Prinsengracht. Es ist das Geschäftshaus von Otto Frank. 4 eingeweihte Angestellte helfen bei dem heimlichen Einzug. Im Vorderhaus läuft der Geschäftsbetrieb der Firma ganz normal weiter. Und Miep, Jo, Viktor und Beb kümmern sich von jetzt an um die Versteckten im Hinterhaus. Das sind Anne, Vater Otto, Mutter Edith und Margot, Annes Schwester. Nach kurzer Zeit kommen 4 weitere Juden hinzu. Auguste von Pelz, ihr Mann Hermann, deren Sohn Peter sowie Fritz Pfeiffer. Was Anne während der 2 Jahre im Versteck fühlt und denkt, vertraut sie ihrem Tagebuch an. Einmal wird dieser schreckliche Krieg wohl vorbeigehen. Einmal werden wir wieder Menschen und nicht nur Juden sein. Wir können niemals nur Niederländer oder nur Engländer oder von welcher Nation auch immer werden. Wir werden daneben immer Juden bleiben müssen, aber wir wollen es auch immer bleiben. Ich bin jetzt im Anne-Frank-Haus. Menno arbeitet hier und erklärt mir das Versteck. Also was waren das jetzt hier für Räume, bevor ihr das zum Museum? Ja, das war hier die Firma von Otto Frank. Ach so. Und das Versteck? Ja, das zeige ich dir jetzt. Hier, oder was? Und, wo ist es? Der Raum. Ja, das Versteck. Wo ist es? Vielleicht hier ging hier eine Leiter rein in dieses Loch? Nee. Nein. Schauen wir weiter. Ich wette, es hat was mit diesem Regal zu tun, in dem die anderen stehen. Ja. Führ's mal vor. Ich zeig's dir. Ja. Boah, ist das noch das Originalregal, wie es damals hier stand? Originalregal, ja. Und da ist das Versteck. Gehen wir da rein? Ja. Was sind das für Striche an der Wand? Hier kannst du genau sehen, wie viel Zentimeter Anne und ihre Schwester gewachsen sind in der Zeit, als sie sich hier verstecken mussten. Ach, Moment mal, hier ist ein kleines A, hier sind auch Daten. Mhm. Und der unterste Strich ist das A? Also so groß war die Anne? In etwa, ja. Als sie hier hergekommen? Als sie sich hier verstecken mussten, ja. Und wie groß ist sie geworden? Etwas höher noch, etwas höher noch, noch etwas höher. Ja, so in etwa, ja. Also eine ganz schön lange Zeit, in der sie wie viel Zentimeter gewachsen ist? Etwa 13. 13, ja. 2 Jahre. 2 Jahre kann sie nicht mehr raus, über Wiesen rennen, ihre Freunde sehen. Das Hinterhaus ist ihre ganze Welt. Sonne,
Wind, Regen, die vier Jahreszeiten, die Menschen auf der Straße. Alles erlebt Anne nur noch hinter Fenstern. Immer vorsichtig, damit niemand sie sehen kann. Alle acht Versteckten sind ständig auf der Hut. Tagsüber müssen wir auch immer sehr leise gehen und leise sprechen, denn im Lager dürfen sie uns nicht hören. Und das ist Ihr Zimmer? Ja, das ist das Zimmer, was sie mit Fritz verteilen musste. Das stelle ich mir jetzt schon komisch vor. Jetzt bist du so 13, 14 Jahre alt und musst dir so ein kleines Zimmer mit einem Mann teilen. Wie alt war der? Nein, der so alt war wie Ihr Vater. So 50 ungefähr. Ja. Hier stand ja auch der Tisch, auf dem Anne Frank gerne in ihr Tagebuch schreiben wollte. Mhm. Und da haben sich gestritten, weil Fritz Pfeffer wollte auch gerne studieren, er wollte auch gerne lesen. Und da haben sich sie richtig in die Haare gekriegt. Und vor allem, wenn dann noch einer so hinter einem steht und vielleicht noch reinguckt, was man dann in seine intimen Aufzeichnungen schreibt. Das hat er nicht versucht, aber es hat, gab halt doch viel Krach zwischen den beiden. Also deshalb war für Anne Frank ihr Tagebuch ja auch ihr, ja, das war ihr Ventil sozusagen. Da konnte sie all ihre Gedanken und Gefühle und alles, was sie loswerden wollte, konnte sie da einfach reinschreiben. So auch den Abschiedsbrief an Jacqueline. Die beiden Freundinnen hatten sich versprochen zu schreiben, falls eine von ihnen fliehen müsste. Weil ein normaler Brief zu gefährlich war, hat ihn Anne stattdessen in ihr Tagebuch geschrieben. Ihr beste Freundin. Das heißt, deine beste Freundin. Ja. Anne. Und haben Sie geahnt, dass sie eigentlich noch in der gleichen Stadt ist, in Amsterdam? Nein. Nein, denn Otto Frank hat ein Zettelchen hinterlassen mit einer Adresse in der Schweiz. Und so habe ich während des ganzen Krieges gedacht, Anne ist frei. Und ich habe nicht gedacht, oh, wo ist Anne? Und jetzt ist sie im Konzentrationslager, oh, schrecklich. Hier steht das Wort Abschied. Können Sie mal vorlesen? Ja. Aber Anne fängt an zu schreiben, dit ist der beloofde Farewellbrief, das ist der versprochene Abschiedsbrief. Liebe Jacqueline, ich schreibe diesen Brief, um mich von dir zu verabschieden. Was hängt hier so? Hat das die Anne aufgeklebt? Ja, weil als sie hierher kam, fand sie ihr Zimmer so langweilig. Und sie war ja begeistert von Filmen und von Hollywood. Und da hat sie ihr Zimmer einfach verschönert. Sie hatte alles aufgeklebt und also Filmstars. Du siehst da aber auch Opekta zum Beispiel, also von der Firma von ihrem Vater. Ja, auch vom Königshaus, vom niederländischen Königshaus, aber auch vom englischen Königshaus. Das ist die englische Königin. Die Queen Elisabeth II. Als Mädchen. Und das ist jetzt die niederländische Königin. Das ist Beatrix. Also wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, dann hätte man wahrscheinlich aus irgendeiner Jugendzeitschrift irgendwie so eine Popgruppe oder eine Sängerin. Oder eine Fußballmannschaft. Oder sowas. Ja. Genau. So war das damals. Das war so ein richtiges, kein Kinderzimmer mehr, ein Jugendzimmer. Ja. Sie war ja eigentlich dann eher eine... Eine Schriftstellerin, eine Journalistin wollte sie werden. Wollte sie das dann auch werden? Ja. Wenn man jetzt so im Tagebuch nachliest, dann hat man schon den Eindruck, oh, die ist jetzt so 13, 14, 15 Jahre und schreibt schon wie eine Erwachsene. Ja, aber sie hat viel gelesen. Sie hat sich eigentlich nur mit Erwachsenen unterhalten. Und sie hat auch Talent. Und diese Kombination, daraus ergibt sich, dass man sich manchmal fragt, ist das nun wirklich von einem, sagen wir mal, jungen Mädchen geschrieben? Dass sie die Kindheit ziemlich schnell über Bord geworfen hat und eine junge Frau geworden ist, obwohl sie noch jung war. Ja. Psst, Vater. Still, Otto. Komm jetzt her. Du kannst kein Wasser laufen lassen. Geh leise. Diese Ermahnungen gelten Vater, der im Badezimmer ist. Punkt 8:30 muss er im Zimmer sein. Kein Tropfen Wasser, nicht aufs Klo. Nicht umhergehen, alles still. So, das ist jetzt der Waschraum. Ah. Geht er noch? Nein, nicht mehr. Nein. Sie waren ja zu 8 hier und tagsüber durften die eigentlich auch so wenig wie möglich auf die Toilette. Wieso? Weil die Leute unten das ja hören konnten und die wollten ja nicht entdeckt werden. Ach so, es hätte natürlich sein können, weil die Firma hier nebenan ist, dass und da... Unten auch. Unten im Lager haben auch Menschen gearbeitet, die nichts wussten von den Untergetauchten hier, von den 8 Menschen. Das heißt, die muss man wirklich auf... Ja, die sind immer auf Socken rumgelaufen hier. Sag mal nichts. Ist schon eher hellhörig hier. Ja, sehr. Sehr. Und die müssen wirklich sehr aufpassen, dass sie nicht entdeckt wurden. Weil wenn jetzt unten jemand gewesen wäre,
Der hat gedacht, Nazi, was ist da los? Was ist da los? Ja. Oder es wäre eventuell sogar ein Nazi gewesen, der sie angeschwärzt hätte. Hätte auch sein können. Es war aber so, dass sie abends und am Wochenende, wenn alle Leute nach Hause waren, da konnten die auch in anderen Teilen des Gebäudes hier kommen. Dann also, sind sie durch das Bücherregal ja, raus. Ja. Okay. So, jetzt sind wir nicht mehr im Versteck. Jetzt Nein. sind wir im, wo genau? Im Büro von Miep und Bepp und Johannes Kleinmann. Aber, Moment mal, wenn man jetzt mal hier so rausschaut, die hätten ja auch gesehen werden können dann von außen. Ja, aber die dürfen ja nur hier sein, wenn die Gardinen zu waren, sodass keiner sie sehen konnte. Ach so, also wenn? Wenn dann zu. Wenn hier? Ja. Ja, klar. Aber ich weiß nicht, wie sie ist, aber wenn sie Journalistin werden wollte, dann war sie bestimmt auch neugierig. Klar, hat sie rausgeschaut? Klar, die konnte es natürlich nicht lassen, um ab und zu einfach auch mal rauszuschauen. In die Welt raus. Ja, und sie beschreibt das ja auch in ihrem Tagebuch. Gestern haben wir durch den Vorhang zwei Juden gesehen. Das war ein seltsames Gefühl, als hätten wir die Menschen verraten und würden nun heimlich ihr Unglück betrachten. Das war für sie ein sehr komisches Gefühl. Weil die draußen ausgeliefert waren? Zu diesem Zeitpunkt werden in Amsterdam alle jüdischen Bürger von den Nazis zusammengetrieben, in Güterzüge gesperrt und in verschiedene Konzentrationslager gebracht. Wir dachten, die gehen ins KZ und man hat nicht viel zu essen und schwere Arbeit und man konnte doch sterben von der schweren Arbeit. Wer war in dem großen Raum jetzt untergebracht? Das war das Zimmer von Hermann und Auguste und Peter von Pelz. Und es war auch der Gemeinschaftsraum sozusagen. Unsere Helfer, die uns bis jetzt durchgebracht haben, nie haben wir von ihnen ein Wort gehört, das auf die Last hinweist, die wir doch sicher für sie sind. Du kannst dir aber vorstellen, dass es nicht ganz so einfach war, um für die Helfer, also für die Mitarbeiter von Otto Frank, um immer für 8 Menschen das Essen zu beschaffen. Das ist ja ganz schön viel. Ja, und dann war hier natürlich auch Knappheit. Also es gab nicht einfach, man konnte nicht einfach in den Supermarkt gehen und sich einfach für 8 Leute zu essen holen. Okay, es war ja Krieg. Ja, das ja. Mussten die Helfer dann zum Teil auch auf dem Schwarzmarkt auch kaufen. Und sie hatten auch einen Metzger, den sie vertrauen konnten, und einen Bäcker, den sie vertrauen konnten, und einen Gemüsehändler, den sie vertrauen konnten. Und der wie meinst du das mit dem Vertrauen? Weil für das Essen brauchte man Essensmarken. Ja. Und weil die Familie Frank und die anderen Menschen hier untergetaucht waren, hatten die also keine Essensmarken. Also mussten die extra Essen beschaffen von Geschäften, denen sie vertrauen konnten. Ach so, weil das, wenn jetzt, wer war das zum Beispiel? Die Miepgies. Ja. Wie sprichst du das? Miepries. Miepries. Wenn die jetzt in ein Geschäft gegangen ist, die hätte ja nur die Marken für sich selbst gehabt. Ja, zum Beispiel. Und die musste ja für 8 Personen ja, essen. Ja, da hat der Bäcker, der was ist da los? Ja, genau. Aber der Bäcker hat sich gedacht, da ist irgendetwas los, ich gebe denen jetzt etwas extra. Und Miep wusste, dass sie dem Bäcker vertrauen konnte. Dass der nicht irgendwie zum Beispiel zu den Nazis läuft und sagt, da sind Leute untergetaucht. Da sind Leute versteckt. Ja. So, das ist jetzt das dritte Stockwerk. Ja, das ist der Dachboden. Der Dachboden. Die Treppen werden jetzt wirklich zur Leiter. Wer hat hier oben geschlafen? Keiner. Ah, niemand mehr, obwohl da ein Bett steht. Ja, aber es war hier sehr feucht und es gab hier auch Ratten. Also es war kein angenehmer Platz im Haus. Wozu haben Sie dann den Dachboden genutzt? Also haben die vor allem Essen aufbewahrt. Und für Anne und Peter war es eigentlich der Ort, an den sie sich zurückziehen konnten. Also, Moment mal. Ja, es gibt noch eine Liebesgeschichte hier im Hinterhaus. Peter van Pelz, wie alt war der? Der war etwas älter als Anne. Aber auch ein Jugendlicher? Ja, sicher, ja. Und was ist dazwischen denn gelaufen? Also zu Anfang fand Anne ihn total langweilig und konnte eigentlich gar nichts mit ihm anfangen. Aber dann im Laufe der Jahre, also sie war hier ja mehr als 2 Jahre letzten Endes, da sind sie sich näher gekommen. Und da hat Anne sich überlegt, ob sie eigentlich Peter nicht mehr vertrauen konnte und ihm eigentlich erzählen konnte, was sie so denkt und was sie fühlt. Also mehr als ihrem Tagebuch? Ja, sie dachte eigentlich, vielleicht kann Peter dann ein guter Freund werden. Und? Ist er auch geworden. Und Anne hat von ihm ihren ersten Kuss bekommen. Also es gab hier wirklich Liebe im Hinterhaus. Aber die Verliebtheit war dann doch auch ziemlich schnell vorbei. Also da hat sie wieder etwas mehr Abstand von ihm genommen, weil er doch nicht
der Freund geworden ist, den sie sich erhofft hatte. Also sie hat dann schon gemerkt, ist nicht ganz mein Typ. Am 4. August 1944 werden die 8 Untergetauchten verraten. Die deutsche Geheimpolizei kommt und durchsucht das Gebäude, bis sie im Hinterhaus fündig wird. Wer ist hier reingekommen und hat sie verhaftet? Ein Nazi und 3 niederländische Polizisten. Die standen auf einmal hier drin? Ja, ja. Und haben dann gesagt, ja, was haben sie gesagt? Ja, mitkommen, Sachen packen, mitkommen. Ihr seid verhaftet. Wohin mitkommen? Ja, erstmal ins Gefängnis, hier in Amsterdam, ein paar Tage. Ja, aber ich meine, die Anne war ja zum Beispiel noch Kind oder Jugendliche. Ja, aber auch sie musste ihre Sachen packen. Wie ging es dann weiter? Dann wurden sie mit dem Zug nach einem Durchgangslager gebracht, nach Westerbork, und dann später mit dem Zug 3 Tage lang nach Auschwitz deportiert. Auschwitz, das ist ein Konzentrationslager. Da wurden Tausende von Juden gefangen gehalten, aus verschiedenen Ländern von Europa, und viele Tausende wurden dort in den Gaskammern ermordet. Auschwitz bleibt für die 8 aus dem Versteck nicht das einzige KZ. Nur Annes Vater Otto überlebt. Anne Frank wird im Konzentrationslager Bergen-Belsen umgebracht. Sie ist 15 Jahre, als sie im März 1945, kurz vor Kriegsende, stirbt. Das ist ein ganz, ganz trauriges Ende. Ja. Von der Geschichte, die ja eigentlich auch immer mit Hoffnung verbunden war. Ja, denn die waren ja hier versteckt und haben gehofft, wir bleiben hier drin, bis es wieder gut ist draußen. Ja, dass sie befreit wurden. Ja. Nach dem Krieg bekommt Otto Frank Annes Tagebuch überreicht. Er veröffentlicht die Aufzeichnungen und macht damit seine Tochter nach ihrem Tod zu dem, was sie so gerne werden wollte. Zu einer Schriftstellerin. Annes Tagebuch, was hat es für dich für eine Bedeutung? Also ich finde, es ist eine sehr wichtige und traurige Geschichte, die eigentlich jeder kennen sollte. Mhm. Und kennen sollte deswegen, weil es einfach, ja, es geht ja eigentlich darum, dass da ein Unschuldiger ermordet wird. Ja, ein Kind. Das, was Anne geschrieben hat, ist heute noch sehr wichtig. Und das, was damals geschehen ist, darf nie mehr geschehen. Anne hat uns mit ihrem Tagebuch zum Denken und Nachdenken gebracht. Und hier steht ihr Denkmal. Also, Denkmal.